Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh, das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt... Ja, das ist eine gute Idee. So, sind wir auch richtig hier? Ja, du, ich glaube schon. Also, fahr einfach mal nach rechts und dann gucken wir mal weiter. Okay, gut. Ihr Mäuse, ihr macht es schon. Ja, Freunde, gut Laune, du bist Unterhaltung. Und damit hallo, herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge hier beim Eurotruck Simulator. Und wieder geht's weiter mit unserer großen Tour. Warte mal. Hast du dich rechts gesagt? Ja, habe ich, aber das war links. Okay, gut, ja. Ja, wie ihr mitbekommen habt, wir haben eine neue Passagierin. Wir haben uns einfach mal jetzt so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Navi, seht ihr ja hier unten rechts, funktioniert nicht. Das war auf dem Bildschirm schon, aber ich glaube, Mensch kann uns viel besser koordinieren. Deswegen haben wir sie eingeladen, auch wenn sie natürlich jetzt gleich im allerersten Moment, bei allererster Gelegenheit, anstatt links, rechts abbiegen gesagt hat, was soll's. Für all diejenigen, die wahrscheinlich in der letzten Woche im Livestream gescheitert haben, Verzeihung nochmal, aufgrund der technischen Probleme und ich den Livestream dann irgendwann auch beenden musste, deswegen, ich weiß nicht, woran das genau lag, also es liegt einfach wirklich an meinen Streaming-Anbieter wie OBS, aber auch Streaming Labs, dass ich, da kommen wir rum, ja, wir kommen rum, das war ein bisschen knapp gewesen, dass das Spiel geruckelt hat. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, natürlich kann meine Hardware veraltet sein, aber ich muss dazu sagen, zu Zeiten, wo ich mit demselben Rechner live gegangen bin, da war es nie ein Problem gewesen. Ich habe mich aber dazu entschlossen, weil ich auch gemerkt habe, ganz ehrlich, so aktuell mit Livestreams habe ich jetzt nicht unbedingt viel Bock. Das beansprucht doch ein bisschen viel Zeit. Zeit, die ich aktuell gerne mit meiner Freundin, wenn es halt dann geht, in der Freizeit gerne verbringen möchte, in der Wohnung rumwerken und einfach gemeinsam Zeit verbringen möchte und nebenbei meine Videos, dass man dieses Livestream-Dasein erstmal wirklich passé lässt. Und ich denke mal, einige von euch, die einfach hier wirklich ab und zu einschalten, die werden darunter einfach gar kein Problem haben. Hinzu kommt auch nochmal, wie gesagt, wir legen auch gleich mit der eigentlichen Folge los und mit ein paar schönen Kommentaren, die ich in der letzten Folge bekommen habe. Im Übrigen, seid so lieb, wenn ihr Bock habt und ich soll eure Kommentare in der nächsten Folge vorlesen, dann haut jetzt einfach mal die Kommentarspalte voll, egal mit was. Ich bin gespannt und ich lese einfach mal alles vor. Hinzu kam auch so ein bisschen, ich war ein bisschen, naja, ich sag mal, missmutig darüber gewesen, wie der Livestream ein bisschen gestartet ist. Nicht nur über meine nicht technischen vorhandenen Skills, sondern auch ein bisschen, ich habe mir extra ein kleines Video zu schneiden lassen. Das habe ich mir aber auch jetzt hier auf diesen Kanal hochgeladen, damit andere Leute vielleicht daran Spaß haben. Nehme ich so ein Livestream-Intro. Das heißt, um 19 Uhr beginnt zum Beispiel so ein Livestream und dann schaltet ihr über OBS oder Streamlabs schon mal eine Szene frei, die zum Beispiel 15 Minuten geht. Bei mir war es ein Video gewesen, wo es einfach im Kinosaal war und da hat man eine Uhr gesehen, 15 Minuten Countdown. Da könnt ihr währenddessen als Zuschauer zum Beispiel schreiben, ich kann vielleicht mal kurz meine Stimme aufhorchen lassen, aber ihr wisst Bescheid, der Stream, der eigentliche Livestream beginnt in 15 Minuten und man kann was Schönes draus machen. Und da habe ich schon in den ersten Livestreams beziehungsweise in den ersten Kommentaren in den Live-Chat gelesen, dass manche missmutig darüber waren, dass kein Tramsim gespielt wird und ich aber darauf öfters erwähnt hatte, dass wir extra ein Voting gemacht haben und die meisten Leute sich auch erstaunlicherweise, muss ich sagen, sich Euro Truck Simulator gewünscht haben und diese dann aufgrund dessen den Live-Chat verlassen haben. Natürlich ist es ihnen vollkommenes Recht, wenn sie jetzt, sagen wir mal, wirklich ein Lieblingsspiel haben und sie wollen es gerne sehen, denn es wird nicht ausgestrahlt, dann verstehe ich das vollkommen. Warte mal, komm, bin immer hier die schnellere Variante mit 30 km/h als kleinen Tipp einfach durchfahren, hier so. Ja. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon hier durchfahren. Perfekt. Natürlich, wenn ihr euer Lieblingsspiel habt und es wird ja nicht veröffentlicht, dass man dann sagt, okay, dann gucke ich es mir nicht an, aber ihr dürft halt nicht bedenken oder nicht vergessen, das war auch ein Live-Chat für euch gewesen und ich wollte mich gerne mit euch einfach mal so ein bisschen auseinandersetzen und wie gesagt, auch David, das wirst du wahrscheinlich nicht sehen, weil du eher auf Tramsim spezifiziert und spezialisiert bist, Kommentare, wie gesagt, freue ich mich immer über, aber wenn man natürlich dann die Kommentarleisten bei Tramsim rauf oder sagen wir mal voll spammt,
erstmal wirklich bös gesagt, in der Hoffnung, dass das vorgelesen wird, was ich auch immer vorgelesen habe, finde ich schon ein bisschen schade, wie trocken man sagen kann, oh nö, dann geh ich jetzt, das ist mir zu doof. Weil im Endeffekt kommt es dann so ein bisschen rüber, als wäre ich jetzt nicht der Content Creator, den du gerne verfolgst, sondern eigentlich im Endeffekt nur das Spiel. Das wollte ich gerne mal loswerden und deswegen habe ich mir auch gedacht, ganz ehrlich, das mit den Livestreams, das lassen wir wirklich einfach mal. Wir haben auch so jede Menge Spaß, wir haben auch so die Möglichkeit, gemeinsam hier schöne Videoprojekte zu starten. Von daher, wie gesagt, könnt ihr euch gerne einfach ein bisschen mit einbinden. Ich lasse es aber auch offen natürlich. Irgendwann wird die Zeit kommen, da muss ich meinen Rechner aufrüsten, einen neuen Rechner holen und dann kann man es gerne mal wieder so ein bisschen im Auge fassen. Aber aktuell ist es auch gar nicht so vonnöten, dass man sagt, okay, man macht jetzt notgedrungen wirklich jedes Wochenende ein Livestream. Hätte ich auch gar nicht geschafft, bin ich ganz ehrlich. Meine Freundin ist aktuell selber nämlich gerade in einem neuen Job tätig und wir sind wirklich froh über jede Zeit, die wir gemeinsam verbringen können. Und ich bin auch wirklich froh, dass es halt dann so ist und ich dann wirklich sagen kann, ganz ehrlich, da sind mir die Videos wirklich total nebensächlich. Also von daher machen wir uns einfach mal gefasst und gespannt auf weitere Folgen, egal um welches Spiel es sich handelt, ob es um Euro Truck Simulator geht, American Truck Simulator und so fort und so weiter und so weiter. Wir werden einfach jede Menge Spaß haben. Wie gesagt, Thema und Slogan ist ja einfach, wir spielen keine Spiele. Wir sind das Spiel und was wir jetzt machen werden, wir werden uns erstmal ein bisschen schlafen legen, weil ihr seht ja hier, das Bett ist rötlich. Also, Motor aus, Eingabe und kurz mal geschlafen. Okay, nochmal ein bisschen länger geschlafen, wir sind viel und Langschläfer. Schön, wunderbar. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Worum geht's heute? Ganz einfach, heute sind wir Richtung Rom unterwegs. Ihr werdet es auch, glaube ich, gleich sehen. Es sind noch 450 Kilometer. Ich habe mit euch aber auch noch ein besonderes Ziel. Wie gesagt, wir werden die drei Kommentare hier vorlesen, die aus dem letzten Video herauskamen. Eins davon, schon mal vorweg, Winnie Pooh, vielen lieben Dank. Das ist ein richtig schön langer Kommentar geworden. So ein paar Erlebnisse aus Italien. Darauf freue ich mich schon, diesen gleich vorzulesen. Aber auch die anderen. Dankeschön für euer Kommentar. Aber vor allen Dingen natürlich vielen lieben Dank erstmal für einschalten. Ey, nehmt euch irgendwas zum Essen, irgendwas zum Trinken und mal zum Knabbern, wenn ich euch unterhalten kann, denn freut es mich umso mehr, da das ist mehr wert als jeder Like und jeder Kommentar. Jetzt mal wirklich ganz ehrlich. So, also, wo und was haben wir genau vor? Wir sind Richtung Rom unterwegs. Wir müssen mal ganz kurz hier die Spur wechseln. Und ich will mit euch unbedingt heute mal die italienischen Inselküsten ansteuern. Da will ich mit euch heute landen und in der nächsten Folge einfach mal die Insel ein bisschen unsicher machen. Das heißt, wir werden zum Ende der Folge auf alle Fälle auf den Inseln landen. Das ist mir auf alle Fälle extrem wichtig. Heute auch mal ohne Kamera. Ich hatte jetzt nicht so richtig Lust gehabt, weil ich mich aktuell auch selber so ein bisschen in der Nachtschicht befinde. Und hier und da mal froh bin, dass ich jetzt gerade ein bisschen Zeit finde, weil man kommt morgens nach Hause um 7 und meine Freundin sagt immer, jetzt machst du aber die Augen zu. Dann mache ich die Augen nicht ganz zu, sondern bin dann vielleicht noch mit meinem Video beschäftigt, was ich heute, also auf den Tag, dann veröffentlichen möchte. Und dann fallen mir die Augen zwar zu, mit der Handy in der Hand, Brille auf und sehe aus wie Tingeltangel Bob so ein bisschen. Und dann muss meine Freundin mich aufwecken, damit ich mich irgendwie ein bisschen besser hinlege. Und daher wache ich irgendwann auf den Nachmittag auf und dann versucht man die Zeit ein bisschen zu finden. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich mache jetzt auch keinen Hehl daraus. Leute, High Society ist bei mir jetzt nicht angesagt. Also kann man ein Bild einblenden, keine Sorge, nicht von mir, aber ich bin halt Schlipper-Joe, wa? Also ich stehe morgens auf, ich schlafe immer im Schlipper, trinke ein Käffchen, rauche eine Zigarette, dann gehe ich in meinen Stuhl, mein Lenkrad vor mir geplatziert und dann mache ich meine Videos im Schlipper und im Badelatschen. Und ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht Bock gehabt, jetzt noch die letzten 3 Stunden, bevor ich wieder los muss zur Arbeit, mich auch umzuziehen oder schon vorbereiten, die Kamera aufzustellen. Heute wirklich mal Euro Truck Simulator und American Truck Simulator ohne Kamera. Wie gesagt, wir können es immer wieder mal gerne machen. Ihr könnt mir gerne mal Kommentare schreiben, ob es euch denn soweit gefällt. Was mir gerade ein bisschen auffällt, einen Augenblick. Wo war denn das gewesen? Konnte ich die Map nicht weiter nach unten versetzen? Das war die Map gewesen. So, Spiegel? Nee. So, das war die Map. Ah, deswegen. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum die quasi jetzt nur so ist. Stimmt, dann war die so weit oben gewesen. Ist aber auch mal ein riesen Unterschied zu Fernbus-Simulator oder The Bus von Aerosoft und TML Studios. Okay, also wie gesagt, wir fahren jetzt hier ein bisschen durch. Ich würde mal gleich zu den allerersten Kommentaren kommen. Wie gesagt, da sind da 3 Kommentare jetzt dabei gewesen. Du, besser als gar keiner oder so. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wir lassen mal kurz das Lenkrad los. Ihr wisst ja Bescheid. Und schade, das Video, was ich gerade rausgesucht habe. Ach, ey. Sind wir so schnell unterwegs? 90 km/h?
80 dürfen wir hier nur fahren. Ach, come on. Nee, aber ich habe eigentlich schon das Video rausgesucht. Es ist mein Handy ausgegangen, mein zweites Handy. Und, ah, hier, haben wir schon. Dann ist es auch gleich abhandengekommen. So. Warte mal, ich muss mal ganz kurz wieder hier die Karte umstellen auf... So. Dann sehe ich es ein bisschen besser, gerade aus meiner Fahrtrichtung her gesehen. Gut, wir lassen kurz das Lenkrad mal wieder los. Perfekto, Matico. Oh, warte mal, war es die richtige Folge gewesen? Achtung, Loch. Hier. So. Also, erst einmal, wie gesagt, zu Winnie Pooh, zu dir kommen wir gleich. Das nehmen wir so als großes Highlight, Verzeihung. Ist aber auch hier wieder, na und als Kapitel wieder bestimmt, wo was ist. Jetzt kommt quasi das Kapitel von Speed Eagle. Speed Eagle, wie gesagt, ich kann dir nicht immer genug danken. Gerade immer, wenn du was kommentierst. A, freut mich, dass du immer wieder was kommentierst. B, dass du so gute Laune verbreitest. Und C, dass du auch Kanalmitglied bist. Vielen lieben Dank dafür. Herrlich, wie du den reingeschubst hast. Das war im letzten Video gewesen. Da hat mich auch andere darunter erinnert, zum Beispiel Iron 991, da kommen wir gleich mal dazu. Das passt nämlich ganz gut. Vorsicht! So! Schön abgeschnitten. Wir hatten nämlich jetzt gerade in Italien einige, so ich sag jetzt mal, Randbezirke, wo auf einmal die Straße gefehlt hat. Du konntest da richtig reinfallen. Und ja, ich habe einen, ich sag jetzt mal, Autofahrer, der mich ein bisschen genötigt hat, da einfach mal reingeschubst. Das hat Speed Eagle voll gefallen. Und Iron 991, der ist jetzt auch öfters mal hier auf meinem Kanal unterwegs. Auch vielen lieben Dank dafür. Der ist auch jemand, der wenigstens was Wissenswertes für mich immer schreibt, weil ich bin wirklich, in Sachen Spiele bin ich total doof. Das Einzige, was ich vielleicht gut kann, ist, euch irgendwie zu unterhalten, aber technisch gesehen bin ich totale Banane. Der hat nämlich geschrieben, mit den Löchern liegt es an der Beta-Version, beziehungsweise Frage, Aussage, wahrscheinlich, war. Ich glaube aber auch, das kann gut sein, dass es wirklich die Beta-Version ist. Die Beta-Version ist ja für viele Sachen nochmal offen, gerade wenn neue Beta, beziehungsweise neue Updates erscheinen, dann sind die nicht gleich public, das heißt, die sind nicht für alle veröffentlicht und die werden noch nicht so an sich angezeigt als richtige, ich sag jetzt mal, Updates. Sprich, die sind noch nicht final. Die Updates kommen heraus und die Updates sind alleine schon Beta, dann werden getestet und bis keine, ich sag jetzt mal, Fehlermeldung mehr von den Usern kommt, wird sie freigegeben für alle anderen. Ich denke mal, es wird wirklich daran liegen. Ich bin, wie gesagt, auf der Public Beta Version einfach mal unterwegs. Bis dato hatte ich auch nie Probleme gehabt. Das waren halt wirklich nur in der letzten Folge die zwei Gebiete, wo es dann halt dann vorkam, dass die Straße halt zu war. Gut, wir sind hier mal wieder richtig schnell unterwegs. Oh, 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 oh. Oh, 12 km/h, shit. Sie haben Post, jetzt klingelt aber die Kasse. Waren wir nicht eine Zeit lang noch bei knapp 11.000 Euro, jetzt sind wir wieder bei minus 5.000 Euro. Ich habe mir am Anfang unserer großen Tour ein paar Kredite genommen. Die sind sechsstellig gewesen. Ich glaube, die lagen zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Und durch ein paar Geschwindigkeitsüberschreitungen kam noch ein bisschen mehr dazu. Aber, gut, ach, nee, weißt du was, ganz ehrlich. Ey, dann solltet ihr auf 90 anheben, ist mir auch egal. Ich bleib jetzt einfach dabei. Nee, aber euch beiden vielen lieben Dank dafür, dass ihr da die Sache kommentiert habt. Winnie Pooh, gleich kommen wir auch noch zu dir. Wir haben noch 280 Kilometer vor uns. Wir haben Autos geladen. Ich hatte mir in der letzten Folge zwei Jobs angeguckt, wo wir Autos von A nach B gebracht haben. Ich fand die irgendwie ziemlich cool von der Aufreihung her. Oder nicht? Wenn ihr euch das mal so anguckt, das sieht richtig cool aus. Oh, kriege ich die Kurve? Ja, kriege ich. Ich fand das irgendwie richtig geil. So, oh, hoppala. Alles gut. Oh, alles gut. Scheiße, verdammt. Alles gut. Ja, ja, ein bisschen Schaden. Ha, huh. Ja, und ich muss dazu sagen, wie soll man jetzt sagen? Für all diejenigen, die vielleicht gerade frisch dazugekommen sind, ich glaube, das ist meine 8., 9. oder 10. Folge jetzt von unserer großen Tour. Wir sind in Istanbul gestartet und wir hatten Kilometerstand. Ich bin der Meinung, ungelogen waren wir, wo, bei welchem Kilometerstand waren wir gewesen? Ich glaube 7.000 bis 8.000, also wir haben schon 5.000 bis 6.000 Kilometer hinter uns. Und meine Intention war es gewesen, als ich die große Tour gestartet habe, wir wollen Geld sammeln natürlich und wir wollen den Wagen bzw. die Reifen bis zum geht nicht mehr durchfahren. Das heißt, wir wollten eigentlich den LKW nie zerstören bzw. nie beschädigen. Daraus ist nie was geworden. So, schnell hier rüber. Ich bin, glaube ich, gefühlt jede Folge zweimal in der Werkstatt und Werkstattkosten sind schweineteuer. Also bei einer vollen Ausstattung, wenn ihr schon einiges an Schaden habt, dann seid ihr schon mal guten fünfstelligen Bereich. Und zweimal pro Folge, dann wisst ihr halt, wo das Geld alles hin verschwunden ist. Achso, ja, und ohne, es klingt jetzt voll abzön,
Aber auch die da, die kostet natürlich auch Geld und die ganzen Interieursachen. Das sind natürlich alle Mods, die über Workshop runtergeladen haben. Aber die müsst ihr trotzdem in der Werkstatt kaufen. Die sind zwar jetzt nicht so teuer, aber ich sag mal, ich glaube, was waren das gewesen? Sie war, glaube ich, auch 1.500 €, also hier mit diesem Spielgeld. Die müsst ihr trotzdem auch dazu kaufen. Ist zwar immer noch wenig Geld, weil manche Sachen sind einfach wesentlich teurer. Das heißt, an 1.500 € kommt ihr ja schon mal schnell ran, aber trotzdem, die kostet halt auch ein bisschen Geld und man verändert das mal immer wieder öfters gerne. So, ich glaube, wir müssen gar nicht die Spur wechseln. Ich denke andauernd immer, wenn ich jetzt hier auf die Spur komme, ich muss die Spur jetzt wechseln. Das heißt, glaube ich, einfach nur, ey, pass auf, gleich macht eine dritte Spur auf und so ist es auch. Da musst du rechts abbiegen, wenn du zum Beispiel hier lang möchtest. Also, war ein bisschen doof jetzt von meiner Seite aus gewesen. Nee, ansonsten, Livestream-Thema hatten wir ja hier so ein bisschen gehabt. Ich kann euch ja so ein bisschen generell von meinem Alltag so ein bisschen erzählen. Macht den auch wieder feucht fröhlich. Ich habe ein lustiges Projekt vor mit Sebastian. Ihr merkt ja wahrscheinlich auch aktuell, die vielleicht so andere Videos von mir noch verfolgen. Ich spiele sehr gerne Sebastian. Aktuell habe ich jetzt so ein bisschen die Ersatzlinien der U-Bahn-Linien in Berlin. Da will ich doch mal so ein, zwei weitere Linien. Aktuell hatte ich noch die U2 und die U5 herausgesucht. Das war so eine Idee gewesen, dass wenn mal zum Beispiel eine U-Bahn oder S-Bahn ausfällt, dann müssen die mit Bussen ersetzt werden und die wollte ich bei Sebastian mal so ein bisschen einbauen. Jetzt nicht originalgetreu, aber dass man wirklich sagt, okay, man steuert annähernd so die U-Bahn-Linien an. Das war so meine Intention gewesen und diesen Betrieb. Ey, der fährt schneller als Icke! Hier zieh auch den hier raus! Gibt's ja nicht! Da, guck mal! Mann, ja, jetzt überhol mich auch. Ist die Polizei überhaupt? Nee, ist sie gar nicht. Die kommt da hinten. Und die will ich mal als Betriebsplan gerne beim Workshop bei Steam hochladen. Dann könnt ihr die auch gerne spielen. Wird doch. Ja, hast du davon? Wo muss ich denn lang? Muss ich da? Nee, ein Glück. So. Ja, ist ein kleiner Road Range gewesen, Verzeihung. Wo waren wir stehen geblieben? Die würde ich gerne als Betriebspläne nämlich über den Workshop hochladen, damit ihr auch ein bisschen Spaß dabei habt. Weil das sind so die einzigen Sachen, die ich wahrscheinlich auch mal hochladen kann. Ah, kommst du schon wieder oder was? Achso, oh, hoppala. Das war ein ziviles Fahrzeug gewesen. Verzeihung! Und ja, da habe ich folgende Idee so ein bisschen. Wie soll ich das ein bisschen erklären? Vielleicht habt ihr ja so aktuell die Thematik zwischen KuchenTV, Shuyuka, Skurus, Montana Black und eigentlich komplett Twitch irgendwie geht gerade voll ab. Und ich habe mich ja auch damit ein bisschen befasst. Ich will jetzt kein Sympathisant für KuchenTV sein und Skurus, aber ich bin ein Sympathisant für jemanden, der einfach relativ neutral denkt, seine eigene Meinung hat. Also bin ich eher diese Fraktion, wo ich sage, okay, man darf trotzdem seine offene Meinung sagen. Man selber muss sich aber trotzdem immer noch eine Meinung bilden. Das heißt, wenn zum Beispiel KuchenTV sagt, das ist meine Meinung, dann guckt man aber auch, ob er vielleicht doppelmoralisch unterwegs war oder nicht und will das zum Beispiel belegen. Als kleines Beispiel. Wenn er das nicht doppelmoralisch getan hat, dann kann man sagen, okay, er hat seine eigene Meinung getätigt. Was willst du ihm jetzt vorwerfen, dass er zum Beispiel rechts ist? Und ich habe mir überlegt, weißt du was, ich will dazu auch mal ein kleines Thema machen, warum auch immer, aber ich bin halt auch erwachsen, ich mache mir auch meine Gedanken. Ich bin jemand, der 89 geboren ist, der draußen außerhalb dieser Social-Media-Sachen lebt und ich sag immer wieder zu meiner Freundin, weil wir kriegen es natürlich auch mit, meine Freundin guckt sehr gerne Instagram und TikTok-Stories und hier und da und wir kriegen es ja alles mit, wie Vogue alles ist, Fight for your Bride und so etwas, auch alles gut ist, also ob Pride Month, ob es die ganze Community-Serien sind, ob es die Rechte für die und die Fraktion ist, das ist alles immer schön und gut, aber was ich immer sage zu meiner Freundin, weißt du was, aber das große Problem halt auch ist, das ist quasi alles so ein bisschen die Online-Meinung und wenn du draußen bist, das ist eine ganz andere Meinung. Meine Kollegen sind so alt wie ich oder einfach wesentlich älter, die befassen sich damit gar nicht, die müssen sich auch gar nicht damit befassen, weil es gar nicht ihr Leben ist, aber es wird immer sehr schnell online abgetan, als müsste es aber so sein. Aber dabei leben die halt, wie man immer so schön sagt, in ihrer eigenen Bubble. In ihrer eigenen Bubble sind diese Gedankengute einfach so, wie sie sind und die müssen denn so sein, aber wenn ihr wirklich rausgeht und zu 90% unter Menschen lebt, die ganz normal ihr Leben nachleben, dann werdet ihr schnell merken, ihr stoßt nicht an eure Grenzen, aber ihr werdet merken, die Leute leben schon ihr Leben. Die wollen sich nicht reinreden lassen, weil sie damit einfach nichts zu tun haben. Du kannst halt auch niemanden irgendwas auszwingen, dass sie sagen, ja, weißt du was, du hast vollkommen recht. Ich habe 30, 40 Jahre damit nichts zu tun, aber ich gehe jetzt raus und guck mir das jetzt an.
Kannst du natürlich machen, ist doch auch schön. Du bist ein weltoffener Mensch, ist ja alles in Ordnung. Du lässt jeden seine Meinung, aber im Endeffekt, du lebst halt dein Leben. Also, das ist das Gleiche, wie als würde jemand sagen, naja, du hast ja eine Freundin, aber es gibt noch viele andere schöne Menschen. Dann sage ich, das kann gut sein, natürlich gibt man mal die Straßen, da ist ein hübscher Mann, da ist eine hübsche Frau, da ist eine hübsche Omi, was auch immer. Für mich ist aber meine Freundin meine Freundin. Also für mich ist sie das größte Glück, was ich auf dieser Welt habe. Das ist halt einfach so. Ich bin immer wieder froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass ich jetzt Verzeihung, in den letzten 2-3 Jahren das so entwickelt hat mit unserer gemeinsamen Wohnung. Und ich froh sein kann, dass ich aufwache und mir denke, verdammte Scheiße, ich habe so ein Glück und ich will einfach so viel, unendlich viel Zeit mit ihr verbringen und das macht mir so viel Spaß und das ist so toll. Ich habe quasi meine Freundin ist quasi meine beste Freundin. Es ist mein absoluter Lieblingsmensch an meiner Seite. So, also da raube ich mir keinen einzigen Gedanken oder emotionales Gefühl für andere Menschen. Also jetzt für andere Menschen wie Frauen oder so, wo man sagt, na, es gibt auch andere hübsche Frauen oder so. Genau so eine Sache ist es auch, wenn man sagt, naja, du musst ja mal über den Tellerrand blicken. Wenn es aber nicht dein Leben ist, ist es nicht dein Leben. Dann leb mit deinem Leben, wenn du damit zufrieden bist, ist doch vollkommen ordentlich. Aber du musst dich jeden dazu drängen, zu sagen, ja, okay, aber du musst ja trotzdem über den Tellerrand blicken. Wenn es aber wirklich nicht dein Leben ist, dann ist es halt einfach so. Fertig ist die Laube. Und dazu möchte ich gerne mal ein Video machen mit Sebas. Da will ich ein paar Charaktere mit einschneiden. Auch jetzt überhaupt nicht bös gemeint oder so, aber ich krieg halt wirklich sehr viel mit, wie Hand of Blood, ob Shuiruga, wie heißt sie, Kalle und viele, viele andere eigentlich eine richtige Bubble leben und, scheiße, Musik lang. Und niemand anderen gerne da mit hineinhaben wollen und da möchte ich gerne irgendwie vielleicht mal ein Aufklärungsvideo machen. Warum? Weil ich nicht der Gebildetste bin, in keinster Weise, aber weil ich trotz all dem mit meinen mittlerweile leider bald 34 Jahren, und das ist kein Alter, trotzdem von Kind an in Berlin natürlich nicht immer eine eigene Meinung hatte. Man ist als Heranwachsender meistens so, dass du gewisse Stile zwar lebst, aber viele dieser Stile lebst. Du lernst sie halt ein bisschen kennen, durch Freundschaften. Manchmal kann es aber auch sein, dass diese Stile, diese Empfinden von Emotionen und Geschmäckern eigentlich aber auch nur geleitet sind von diesen sogenannten Freunden, die gar nichts Böses meinen, die aber sagen, weißt du was, das ist aber gerade aktuell cool. Leb das mit, dann bist du auch cool. Wie mit Klamotten oder so. Dass man da halt einfach mitgeht und sich eigentlich gefühlt sein ganzes Leben nicht so richtig zurechtfindet und sich selbst findet. Und das macht halt diese sogenannte woke Bubble eigentlich auch, dass sie einen eigentlich nicht das lassen, was ein das gute Recht ist, seine eigene Meinung, sein eigenes vielleicht Empfinden und Verständnis für das Leben. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, mit dem Klimawandel ist schön und gut, ich bin Vertreter, ich glaube, da kannst du mich jetzt auch wahrscheinlich dafür canceln. Ich sag immer wieder zu meiner Freundin, das mit dem Klimawandel, das merkst du einfach, es ist halt alles sehr dramatischer geworden. Da, wo vorher halt siechender, herangleitender Regen war, kommt es auf einmal aus Strömen in der ersten Zeit. Jetzt aktuell in den letzten Wochen war es immer sehr regnerisch gewesen und so sollte es halt auch mal auch sein, dass es halt regnerisch ist, auf eine längere Zeit, aber nicht so wie am Anfangsphase abrupt für 15 Minuten das selbe Welt untergeht. Das ist dem Klimawandel geschuldet. Das muss man, das kann man sich halt einfach auch so eingestehen. Man muss aber immer sehen, wie weit wir wirklich am Großen und Ganzen immer für alles selber schuld sind und wie weit wir das überhaupt ändern können. Wie weit kannst du das ändern? Du kannst für dein eigenes Selbstwertgefühl, für dein eigenes Verständnis, kannst du es natürlich ändern. Du kannst natürlich sagen, weißt du was, ich will ein Teil davon sein, ich trenne meinen Müll. Ich will ein Teil davon sein, ich verbrauche weniger Strom. Hier und da und so fort. Aber im Großen und Ganzen habe ich es meiner Freundin immer gesagt, das Ding ist aber trotz alledem, ist es schön und gut, wenn du das für dich selber ausmachen möchtest, dass es dir dann besser geht. Ja, du wirst die Welt aber nicht verändern können. Weißt du warum? Weil die Welt davon lebt, dass Geld ausgegeben wird. Oh. Zum Beispiel für neue Straßen. Ach du Scheiße. Nicht gut. Oh nee. Ah, warte. Ja, du, wir haben ein Problem hier. Oh, das gibt's ja nicht. Ich würde mal sagen, auf das Thema Klima und so kommen wir das nächste Mal. Wir haben gerade andere Probleme. Oh shit, also ich werde in der nächsten Folge mal die Beta-Version wegpacken. Vielleicht lag es ja wirklich daran. Aber, guck mal einer, schau. Gar nicht mal verkehrt.
So. Oh, scheiße. Warte, warte, warte. Nein. Wo bleib ich denn mal hängen? Bleib ich hier hinten irgendwo hängen? Ach, das gibt's doch nicht. Nein, oh, bitte nicht. Wie gesagt, Thema, ich würde mal sagen, Klimawandel, kommen wir gerne zurück. Ihr könnt gerne auch Thema zum Klimawandel ein bisschen geben. Ihr könnt natürlich auch verschwörungstheoretisch hier unterwegs sein. Aber bitte kommt mir jetzt nicht irgendwie mit da oben, die bringen irgendwelche Kinder um. Ich bitte euch. Jetzt hört doch mal auf! Fahr euch immer hinterher! Das war mal so ein guter gewesen. Ja, fahr, genau, einmal rückgezahlt. Dankeschön. Oh, scheiße. Alles gut, wir kriegen das hin. Gemeinsam sind wir stark. Ach. Ja, genau. Schön Platz machen, dankeschön. So. Ja? Oh. Ah, war schon gar nicht mal verkehrt gewesen. Warte mal, wo fahren die eigentlich jetzt lang? Leute, Leute, nein! Nein, da geht's runter! Leute, nicht, nicht! Na gut, das ist euer Problem. Aber den lassen wir auch noch vorbei. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn der jetzt vorbeifährt. Können wir eigentlich einmal drehen? Das probiere ich gleich mal aus. Also, rein Maße technisch gesehen, dürften wir uns nicht drehen. Also dürften wir eigentlich gar nicht hier wenden. Ah, ja. Wir lassen es lieber. Ah, verdammte Scheiße. Ja, jetzt fragt man sich auch so, na, wie kommen denn die Schäden zustande? Wie schlimm fährst du denn? Was kann ich denn dafür? Ja. Ah, oh, jetzt kommt gleich die Leitplanke. Aber, warte mal, alles gut, alles gut. So, einmal an der Leitplanke hier vorbei. Ah, alles gut. Oh, Vorsicht! Ja, du, das kannst du zahlen. Ah, ja, wo geholt wird Wein aus Späne. So. Oh. Nein, ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft. Ja, wir haben es gleich geschafft. Aber wo kommst du denn jetzt her? Warte. Ah. Warte, 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 warte. Wo ist man länger? Nein, 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 nein. Oh, warte doch bitte mal. Nein. Ach, verdammte Kacke. So. Jetzt haben wir es aber. Nein. Ja, falsche Lenkung. So. Okay. Jetzt ist nur einmal hier rum. Kriegen wir aber hin. Der beste LKW-Fahrer der Welt. Okay, nicht ganz. Ja, und einmal wieder vorwärts. Na, gar kein Problem. Ah. Oh, das war eine Geburt gewesen, ey. Oh. Oh nee, oh nee, oh nee. Kannst du niemanden sagen, wa? Eigentlich habe ich doch reagiert. Ich war gerade so im Redeschwein gewesen. Ah, auf was ich jetzt eigentlich nochmal hinauskommen wollte, das war das Thema Klimawandel. Wirklich noch. Ach du Scheiß, guck mal, hier ist überall was frei. Ach du meine Güte, Herr Jemine. Nochmal zum Thema Klimawandel. Ich würde trotzdem halt ganz gerne mal so ein bisschen, ja, vielleicht mal ein Video machen von jemandem, der einfach normales Leben lebt. Das hört sich jetzt wirklich doof an oder so, aber es wird halt immer sehr schnell suggeriert, dass das normale Leben sein soll, was einfach nicht immer möglich ist. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne euren Senf dazugeben. Senf hört sich jetzt so negativ an. Nein, natürlich nicht. Ihr könnt gerne eure Meinung dazugeben und ja, dann gucken wir uns das gerne irgendwie mal an. So, jetzt aber auf alle Fälle da, wo muss ich denn hier rein? Nächste, wa? Ich bin froh, dass ich den Auftrag hier abgeben konnte. Meine Herren, ey. Ah, guck mal hier. Da haben wir eins. Dann nehmen wir den hier. Schön. Haben wir ihn gefunden. Und wir kriegen immer 9000 dafür. Passt doch ganz gut. Also, Navi einstellen. Und holen wir uns bei den Auftrag. Ich weiß gar nicht, wo der sein könnte. Müssen wir mal gucken. Der ist 50 Kilometer entfernt. Da müssen wir ihn abholen. Das Gute ist, wir fahren jetzt auf dem Rückweg nicht über dieses Riesenloch, sondern... Wo fahren wir denn jetzt lang? Ach so. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen... Ich bin... Doch, wir fahren ein bisschen andersrum. Also statt rechts fahren wir jetzt links. Ich bin gespannt.
Also ich hoffe mal, dass wir da durchkommen. Ja, wir müssen jetzt immer die Augen aufbehalten. Oh nein! Was tust du mit mir? Was tust du mit mir? Das ist nicht dein Ernst. Ich muss da rein, wa? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt... Ja, das ist eine gute Idee. Oh, den Abgrund so nah. Okay, warte. Oh, ab, alles gut. Okay, Mädels. Oh, shit. Halt euch fest. Okay. Vorsichtig. Ja. Ja. Ah. Ja. Haha. Ah, scheiße. Ah, warte mal hier, guck mal. Ach, das ist schon Frankreich. Auch nicht verkehrt. Gut, das heißt also wieder zurückfahren. Oh, scheiße. Italien, ich hasse dich. Eigentlich so ein schönes Land. Aber hier im Spiel raubst du mir jeden Nerv. Oh, oh. Oh, alles gut. Oh, scheiße, war das knapp. Gut, heißt wieder einmal zurückfahren. Ah, nicht die beste, die ich jemals hatte. Gab es ja eigentlich irgendwo auf der Mittelspur eine Möglichkeit, die Spur zu wechseln? Hi! Ja. Ja, falsch abgebogen. Verzeihung. Dafür gibst du 100 Euro Strafe für in die falsche Richtung fahren? Aber für überhöhte Geschwindigkeit gibt es das Siebenfache. Ja, okay, gut, wir müssen geradeaus. Jetzt haben wir dort, wo wir letzten. Okay, alles klar. Passt ganz gut sogar, weil dann kommen wir auf der Spur, wo wir sowieso ein bisschen umfahren müssen. Hier hat man nämlich den letzten Auftrag abgegeben. Das passt also sehr gut sogar. Hoffe ich mal. Oder? Oh, shit, ey. Ja. Achso, nee, jetzt nicht mehr. Ha, jetzt alles in Ordnung. Oh, jetzt wie bei der Formel 1 ein bisschen die Curbs mitnehmen. Oh, ein bisschen aufpassen, 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 aufpassen. Also tu mir das jetzt bitte nicht an. Bitte sei hier alles offen. Ein Glück, ey. Ein Glück. So. Auftrag ist geschnappt. Also Auftrag ist noch nicht geschnappt, aber wir kamen immerhin dahin. Eieieiei. Italien, Italien. So, achso, nochmal ist deiner Hinweis. Wir werden uns natürlich jetzt hier den Container abholen. Oh. Das war aber mega knapp gewesen. Container abholen. Und dann werden die Folge natürlich da beenden, wo wir mit der Fähre rüberkommen. Bis dato werde ich natürlich jetzt gleich Winnie Pooh, denn euer Kommentar wird gleich vorgelesen. Was hatten wir hier gehabt? Der war das genau. Auftrag einmal annehmen. So. Da ist der Auflieger. Einmal hier komplett drehen, in der Hoffnung, das reicht aus. Tut es auch. Und... Puh, drauf ist er. So, auf der Autobahn sind wir auch gekommen. Ich wollte jetzt gerade mal ein bisschen abwarten, bevor hier wieder irgendein Riesenloch kommt. So, Winnie Pooh 50. Jetzt kommen wir mal zu deinem Kommentar, der ist nämlich relativ lang. Erst einmal vielen lieben Dank dafür. Du hast nämlich so ein paar Einblicke und Einflüsse aus deinen Erlebnissen in Italien so ein bisschen berichtet. Als ich das erste Mal in Italien war, vor sehr langer Zeit, ist die Welt wirklich eingestürzt. Kein Tunnel, keine Brücken, kein Wohnhaus, kein Krankenhaus. Jetzt habe ich gelungen. Als ich dort ankam, war 24 Stunden vorher, da stärkte
stärkste Erdbeben seit langer Zeit. Obwohl es in Italien andauernd irgendwo die Erde bebt, war es zu dieser Zeit im Jahr 1980 am 23. November um 19.35 Uhr die Hölle. Einen Augenblick, ich muss mal kurz die Kurve nehmen. Um 19.35 die Hölle. Es begann in der größeren Stadt San Angelo di Lombardi. Von hier aus wurde zuerst die ganze Stadt zerstört, wo auch das größte Krankenhaus in der Hälfte mit den Patienten, Ärzte, Pflegern und Schwestern und auch einigen Besuchern bis tief... Verzeihung, wo sind wir jetzt gerade? Ich muss tatsächlich erst rechts abbiegen. Bis tief in die Erde versunken. So, jetzt müssen wir leider wieder rechts abbiegen. Eieiei. Oh, ja, wollte er jetzt hier gerne machen? So, hier gab es die meisten Todesopfer. Insgesamt wurden alle Bergdörfer rundherum von der Breite betrachtet, Napoli und Salerno, bis rüber fast nach Bari, alles total zerstört. Als ich dort ankam, hatte ich einen neuen Land Rover, den ich vom IRK in Sius geschenkt bekam. Hier half ich zuerst Teams zu organisieren, die mit Flieger Napoli ankamen. Wo müssen wir dann geradeaus? Oh, wir müssen ganz kurz jetzt ankamen. Wir konnten dort nur tote Menschen bergen. Bei 8000 Toten hörte ich auf mit 10. Es war nur noch grausam. Ui, das klingt schon sehr heftig. Tut mir leid, wenn ich immer hier abbrechen muss, aber nebenbei muss ich gerade jetzt hier auch so ein bisschen gucken. Ja, so, wunderbar. Es war nur noch grausam, obwohl ich schon vieles auf der Welt gesehen habe. Bis heute habe ich diesen Einsatz noch nicht vergessen. Auf Facebook haben mich viele Mädels, die damals auch mein Alter hatten, wiedergefunden. Dort stellen fast alle überlebenden Menschen ihre neu erbauten Kommunen wieder vor. Mensch, also das ist auch auf alle Fälle wirklich eine sehr interessante und ein sehr schöner bzw. sehr erlebnisreicher Einblick in das, worum es halt einfach auch in der Welt so ein bisschen geht. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Und wie gesagt, man kann halt auch wirklich immer froh sein. Italien ist halt, das ist sehr baufällig. Aber guck mal, die Italiener, die sind halt hier fleißig. What the fuck? Okay, Italien ist kriegswillig. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Das kann immer passieren, wa? Das hast du auch noch nie gesehen. Eieieiei. Nee, aber jetzt nochmal zurück. Natürlich, Italien ist sehr problematisch einfach in der Lage, wie es einfach liegt, von dieser Strecke her gesehen. Also manchmal kann man wirklich Glück haben, gerade jetzt wie in Deutschland. Wir haben ja mit den ganzen Sachen natürlich nie die allergrößten Probleme. Natürlich jetzt gerade klimabedingt natürlich viele Sachen hier zukommen, größere Stürme, Regenflüsse und so weiter und so fort. Aber trotzdem kann man schon froh sein, dass es einen so nicht trifft. So, warte mal, dringend gerade. Ich glaube, ich habe ja hier irgendwo, hier, meinen Scheibenwischer. Ich glaube, wir haben es gar nicht mehr so weit, Freunde. Erstmal, wenn die Puffy sagt, vielen lieben Dank für deinen Einblick und für deinen Kommentar. Auch wenn er natürlich ziemlich herzerreißend und traurig ist, aber das passt halt einfach auch dann zu Thema Italien. Vielen lieben Dank dafür. Gut, weit haben wir es nicht mehr, das ist noch eine kleine Strecke. Aber ich würde mal sagen, wir springen mal ganz fix dort hin und dann geben wir uns dann mal die schöne Fähre. Achso, ich würde vorher noch einmal tanken und einmal schlafen. Nur für heute halber. Oh. Ja. Aquaplaning. So, frisch aufgetankt, frisch ausgeschlafen geht's. Den nächsten Schuldenberg, wir haben schon wieder 13.000 minus. Eieieiei. Nee, das ist nicht dein Ernst. Nee. Oh, nö. Was soll ich denn noch alles machen? Was? Ja. Warte mal, wir drehen einfach mal um. Das ist richtig kurios und doof an, aber wir machen jetzt folgendes, Freunde der guten Laune. Wir drehen jetzt einmal um. Ich suche mir jetzt eine Schlafmöglichkeit, eine Parkmöglichkeit. Wir werden in der nächsten Folge hier weitermachen. Wir werden in der nächsten Folge mal nicht die Beta-Version unternehmen, sondern die normale Version. Und dann gucken wir uns mal an, ob sich da was geändert hat. Ansonsten müssen wir uns irgendwie einen anderen Weg hier durchschlagen. Oder generell... Oh, verdammte Scheiße, auf Eiken jetzt gerade lang. Darf ich hier langfahren? Macht er mir auf? Bitte, mach mir auf. Ja, das war ja jetzt wieder klar gewesen. Gut, Freunde...
Wir machen es trotzdem so. Wir werden jetzt einfach mal uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wie gesagt, dann werde ich mal die ohne Beta-Version herunterladen. Dann gucken wir, ob es sich endlich gelohnt hat. Wie gesagt, es ist natürlich jetzt im Endeffekt nur ein bisschen schade, weil wir sind ja gleich an der Fähre. Ich wollte ein schönes Thumbnail für euch machen. Müssen wir leider in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen. Denkt daran, schreibt gerne was in die Kommentare. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssikowski. Ja, Freunde, gute Laune und ein bisschen Unterhaltung. Ganz kurz, bevor das folgende Video losgeht. Ich hatte ja in der letzten Folge schon die Frage bekommen, wie sieht's eigentlich aus? Welche Mods benutze ich eigentlich? Das sind alle meine Mods, die ich hier aktuell benutze. Ja, direkt runtergeladen über Workshop bei Steam. Also nichts irgendwie aus einer anderen Seite. Einfach nur irgendwelche Workshop-Mods mehr oder weniger, die hier funktionieren. Jetzt nichts Spannendes oder so. Ihr seht's ja jetzt hier. Hier sind sehr viele Interieurs. Inventar, neue Gegenstände mit dabei, ob Katze, es sind hier ein paar realistische Wetterszenarien mit dabei, echte Firmenlogos, hier ein paar Mannequins sind dabei, hier und dort, also jetzt nichts Spannendes, aber es macht, wie gesagt, das Spiel schon um einiges besser. Von daher, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet und viel Spaß jetzt beim Video.